Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Und fühle mich mit den Menschen, dem Land und der Kultur verbunden. Ich will das politische Leben mitgestalten. Und ein vollständiger Teil der Schweizer Gesellschaft sein. Ich fühle mich hier sicher und zu Hause. Darum habe ich mich einbürgern lassen. Jede eingebürgerte Person hat ihre eigenen Gründe gehabt, die Schweizer Staatsbürgerschaft zu beantragen. Aber etwas haben alle gemeinsam. Sie wollen ganz zur Schweiz gehören und politisch mitbestimmen können. Mit einer Einbürgerung wird dies möglich. Als Schweizerin oder Schweizer haben Sie ein Mitspracherecht. Damit stärken Sie die direkte Demokratie in unserem Land. Um überhaupt Schweizerin oder Schweizer zu werden, sind zwei Grundvoraussetzungen wichtig. Sie besitzen eine gültige C-Bewilligung und leben insgesamt 10 Jahre in der Schweiz. Trifft das bei Ihnen zu? Dann besuchen Sie die Webseite der Stadt Zürich. Füllen Sie das Gesuchsformular aus und organisieren Sie alle erforderlichen Dokumente. Den vollständigen Antrag senden Sie an das Gemeindeamt des Kantons Zürich. Damit hat das Einbürgerungsverfahren gestartet. Ihr Gesuch wird nun von der Stadt, vom Kanton und vom Bund geprüft. Dies geschieht in 3 Schritten. Zuerst kontrolliert der Kanton, ob Sie genug lang in der Schweiz wohnen. Zudem wirft er einen Blick ins Strafregister. Gibt es hier keinen Eintrag und läuft kein Strafverfahren gegen Sie, geht's zum zweiten Schritt. Für eine Einbürgerung in Zürich sind Deutschkenntnisse notwendig. Mündlich B1 und schriftlich A2. Als Bestätigung brauchen Sie ein Sprachdiplom. Alternativ können Sie auch während des Einbürgerungsverfahrens einen Deutschtest machen. Bei einem persönlichen Gespräch reden Sie mit der Einbürgerungsbehörde über Ihre politischen und gesellschaftlichen Grundkenntnisse der Schweiz. Zur Vorbereitung erhalten Sie diese Informationsbroschüre. Übrigens, wenn Sie hier zur Schule gegangen sind, werden Deutsch und Grundkenntnisse nicht getestet. Die Stadt Zürich will auch wissen, ob Sie Sozialhilfe beziehen, Ihre Steuern vollständig bezahlt haben und schuldenfrei sind. Wenn Sie sich zudem als Teil der Schweizer Gesellschaft fühlen und im Kontakt mit der Bevölkerung stehen, erhalten Sie mit dem Bürgerrecht der Stadt Zürich Ihren zukünftigen Heimatort. Der dritte und letzte Schritt wird vom Bund entschieden. Dieser muss Ihre Einbürgerung abschließend bewilligen. Wenn alles gut ist, erhalten Sie die Schweizer Staatsbürgerschaft und können Ihren Schweizer Pass im Passbüro abholen. Die kulturelle Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger macht Zürich zu einer erfolgreichen und spannenden Stadt. Als Ausländerinnen und Ausländer genießen Sie nach der Einbürgerung dieselben Rechte wie alle Schweizerinnen und Schweizer und können das Leben in unserem Land aktiv mitgestalten. Laden Sie die Unterlagen herunter und lassen Sie sich einbürgern. Die Stadt Zürich freut sich auf Ihr Gesuch.